So bringst du Geist und Körper miteinander in Einklang. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass wir Menschen nicht nur aus einem Körper bestehen. Gerade das Zusammenspiel von Psyche und Physis ist ein wichtiger Anhaltspunkt in der Medizin. Körper und Geist bedingen einander. Geht es einer Seite schlecht, leidet die andere automatisch mit. Wir möchten dir in unserem heutigen Podcast 8 Techniken vorstellen, mit deren Hilfe du deine innere Balance finden und dir somit ganzheitlich Gutes tun kannst. Nummer 1. Progressive Muskelentspannung. Dieser Entspannungstechnik verdanken wir dem Arzt Edmund Jacobsen, der sie bereits in den 20er Jahren entdeckt und populär gemacht hat. Diese Methode wird daher häufig Jacobsen-Technik genannt. Inzwischen ist sie wissenschaftlich validiert worden und hält demnach tatsächlich, was sie verspricht. Edmund Jacobsen stellte im Zuge der Behandlung seiner Patienten fest, dass es eine Wechselwirkung zwischen Muskelanspannung und der seelischen Befindlichkeit von Menschen gibt. Besonders all jene, die sich schwer tun damit, einfach nur ruhig dazuliegen, profitieren von dieser Methode. Und das Beste daran? Man kann sich jederzeit ihrer Wirkung bedienen. Idealerweise liegt man entspannt auf dem Rücken, aber im Prinzip kann man auch am Schreibtisch oder in der Bahn sitzen. Man beginnt damit, einzelne Muskelgruppen anzuspannen. Beispielsweise kannst du deine Hände zu Fäusten ballen und nach ein paar Atemzügen wieder lockern. So fährst du fort, bis du alle Muskelpartien deines Körpers von Kopf bis Fuß beansprucht hast. Körper und Geist werden schnell merklich entspannen können. Nummer 2. Tiefenmeditation. Meditation als Entspannungstechnik kennt die Menschheit schon seit vielen hundert Jahren. Wir verdanken sie erstaunlicherweise nicht nur der fernöstlichen Praxis, die wir heute spontan damit in Verbindung bringen. Auch in heimischen Klöstern wurde und wird nach wie vor meditiert. Das monotone Beten des Rosenkranzes beispielsweise und das Om unterscheiden sich in ihrer Wirkung auf Geist und Körper nicht wesentlich. Das Schöne am Meditieren ist, dass wir mit der Zeit immer besser darin werden. Die Wirkweise dieser Technik verstärkt sich somit. Erwiesenermaßen helfen bereits 10 Minuten pro Tag, um unseren Blutdruck längerfristig zu senken und mit ihm unseren Stresslevel. Unser Verstand profitiert jedoch ebenfalls enorm davon, da das Nichtsdenken ihm praktisch ein komplettes Reset verschafft. Du kannst dir im Internet jede Menge kostenlose geführte Meditationsanleitungen anhören oder einfach selbst damit loslegen. Nummer 3. Schlafroutine. Klingt einfach, fällt den meisten Menschen aber unglaublich schwer. Dabei gibt es keine effizientere und kostengünstigere Methode der Entspannung, als einfach jeden Tag zur selben Zeit zu Bett zu gehen und am nächsten Morgen zu geregelten Uhrzeiten aufzustehen. Wichtig ist dabei, dass du möglichst viel Schlaf vor Mitternacht abbekommst und auch am Wochenende deine Schlafroutine beibehältst. Nummer 4. Atemübungen. Das Ein- und Ausatmen kennen wir alle als probates Mittel für schnelle Entspannung. Wenn wir es in unseren Alltag einbauen und uns bewusst jeweils ein paar Minuten Zeit dafür nehmen, hat es ähnliche Auswirkungen auf Geist und Körper wie klassisches Meditieren. Achte beim Gehen oder Laufen darauf, dass du deine Atmung deinen Schritten anpasst, indem du beispielsweise beim Einatmen 3 Schritte und beim Ausatmen ebenfalls 3 Schritte machst. So kreierst du dir sprichwörtlich im Vorübergehen eine eigene kleine Entspannungseinheit, die das Beste aus Atemtechnik und Meditation zu bieten hat. Indem du dich nämlich auf das Zählen und Atmen konzentrierst, leert sich dein Kopf ganz automatisch und herrliche Stille kehrt ein. Nummer 5. Yoga. Wer Yoga einmal probiert hat, weiß, warum es in der Kategorie Sport zu finden ist. Die Übungen schauen spielerisch und kinderleicht aus, doch man kann dabei ganz schön ins Schwitzen kommen und auch der Muskelkater am nächsten Tag wird bei Anfängern nicht lange auf sich warten lassen. Der entspannende Teil dieser Praxis ist jedoch das Verbinden von Körperarbeit, Atmung und der völligen Konzentration auf das eigene Ich.
Es zahlt sich aus, sich als Anfänger in erfahrene Trainerhände zu begeben. Der eigene Körper verzeiht viel, aber Yoga kann, falsch ausgeführt, auch zu Verletzungen führen. Wenn du die Grundlagen einmal beherrschst, spricht nichts dagegen, Yoga in deinen Alltag einzubauen und nach Lust und Laune zu praktizieren. Nummer 6. Tagebuch schreiben. Diese Technik, neuerdings eher unter dem Begriff Journaling bekannt, ist so alt, wie sie gut ist. Die eigenen Gedanken zu Papier zu bringen, lässt sie schon halb verarbeitet sein. Es ist erstaunlich, wie viel besser wir uns fühlen, wenn wir unsere Sorgen und alles, was uns gerade beschäftigt, einem Blatt Papier anvertrauen. Wichtig dabei ist nur, dass du mit der Hand schreibst und nicht auf Laptop oder PC herumtippst. Das Schreiben ist an sich schon ein fast meditativer Vorgang, der eine direkte Verbindung zwischen unserem Gehirn und unserer Hand erforderlich macht. Je automatisierter du schreibst und je weniger du nachdenkst, desto besser. Diese Zeilen sind nur für dich, es muss kein literarisches Meisterwerk dabei herauskommen. Nummer 7. Visualisierung. Diese Technik lässt uns Bilder vor dem geistigen Auge heraufbeschwören, die eine beruhigende Wirkung auf uns haben. Landschaften oder der blaue Himmel eignen sich dafür besonders. Doch Profis wissen, man kann diesen Bildern auch eine Tonspur hinzufügen, etwa indem man sich Vogelgezwitscher vorstellt. Und Gerüche mit einzubeziehen, wie feuchten Waldboden oder eine Meeresbrise, kann dabei ebenfalls nur von Vorteil sein. Nummer 8. Ernährungsplan. Wenn wir von körperlicher und geistiger Fitness sprechen, kommen wir um unsere Ernährung nicht herum. Sie ist der Treibstoff, der uns am Laufen hält. Nahrung nährt nicht nur unsere Muskeln und Organe, sie tut das auch für unser Gehirn. Gönn dir hier nur das Beste und das am liebsten in Maßen. Unser heutiges Fazit: Jeder Mensch ist Körper, Geist und Seele. Niemand von uns besteht nur aus einer dieser drei Komponenten. Jeder Mensch hat einen Geist, den er wachhalten und pflegen muss, einen Körper, dem er bis an sein Lebensende eine gute Behandlung schuldet und eine Seele, die nicht vernachlässigt werden darf. Ist nur eines dieser drei Zentren aus dem Lot geraten, müssen dies die beiden anderen kompensieren. Im schlimmsten Fall kommt es zur Ausbildung von Symptomen wie Schlaflosigkeit oder Schmerzen. Psychische und emotionale Leiden können aber auch die Mitverursacher für ernsthafte chronische Erkrankungen sein. Achte also gut auf diese drei, denn letztendlich seid ihr eins. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.